Es kann überwältigend sein, wenn man kurz vor seinem Schulabschluss steht und über seine Zukunft nachdenkt. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich sogar noch während meines Studiums öfter gefragt, was ich überhaupt am Ende in meinem Job machen werde. Mein Name ist Anna Apel-Schritz und ich bin Biostatistikerin am Luxemburg Institute of Health. Ein ausschlaggebender Moment, der mich zu einem Mathestudium geführt hat, war, als eine ehemalige Schülerin in unsere Schule kam und von ihrem Mathestudium erzählt hat. Da dachte ich, wenn sie so ein Studium schafft, vielleicht kann ich es dann auch. Während einer Berufsberatung bin ich dann auf den Studiengang Biomathematik und später medizinische Statistik gestoßen und habe es gewagt. Und geschafft! Mein Arbeitsalltag als Biostatistikerin ist ziemlich vielfältig und interessant, weil nicht nur Zahlen und Formeln im Vordergrund stehen, sondern auch Menschen, für die zum Beispiel das beste Medikament bei Krankheiten erforscht werden soll. Mein liebster Teil der Arbeit ist die statistische Programmierung, mit der ich die Daten von durchgeführten Studien auswerte. An der Programmierung liebe ich, dass man zum Beispiel Prozesse automatisieren kann, um sich wiederholende Abläufe zu vermeiden. Außerdem gibt es nicht immer nur einen richtigen Weg, sondern 100 verschiedene Möglichkeiten, um auf das gleiche Ergebnis zu kommen. Man lernt immer wieder etwas Neues dazu und kann sich immer weiter verbessern. Die Sache mit der Automatisierung zieht sich ein bisschen durch mein ganzes Leben. Vielleicht hat es etwas mit Faulheit zu tun. Oder besser gesagt, mit dem Streben nach Effizienz. Denn neben meiner Arbeit und meinem Sohn helfe ich auch noch meinem Mann, der mit seinem Bruder und seinen Eltern selbstständig ein Weingut, Restaurant und Hotel führt. Auch hier gibt es viele Abläufe und Aufgaben, die man optimieren kann. Bei einem Spaziergang in den Weinbergen oder mit einem Glas Wein lässt es sich aber auch ganz gut abschalten und den Feierabend genießen. Wenn ich meinen Weg in die Wissenschaft schaffe, dann kannst du das auch. Trau dich und probier es einfach aus.